Newtonsche Fluide. Jetzt wird es wirklich spannend. Und nicht Newtonsche Fluide. Nach Newton sieht man, ne, ist es benannt worden. Bevor ich auf dieses Diagramm eingehe, oder ja doch, noch mal ganz kurz ein Wort zuvorher. Es geht um Viskosität, also Zähflüssigkeit. Zähflüssigkeit ist der Widerstand eines Stoffes gegenüber Scherung. Nochmal, notfalls guckt hier oben nochmal nach, da mache ich dann nochmal die Links zu den vorhergehenden Videos, damit ihr das andere besser versteht, jetzt, was jetzt kommt. Und zwar, das Wort Fluid gebraucht man gerne auch im Zusammenhang. Und zwar, wenn man sagt, das sind bewegliche Stoffe, also da, wo die Moleküle gegeneinander verschiebbar sind, also keine Feststoffe, nämlich Flüssigkeiten und Gase, die fasst man gerne als Fluid zusammen. So, jetzt zu Newtonschen Flüssigkeiten. Newtonschen Fluiden und Flüssigkeiten. Bei Newtonschen Fluiden, ich habe hier mal diese schwarze Linie gezeigt, typisch Newtonsche Fluide sind Wasser und Luft. Das heißt, je höher ich die Geschwindigkeit, die Schergeschwindigkeit sozusagen, so wie ich diesen Stoff antreibe, je höher ich die wähle, umso mehr werden sie ihren Widerstand dagegen erhöhen. Und zwar linear, und dann sagt man, das sind typische Newtonsche Fluide, zum Beispiel Wasser, echtes Wasser und einfache Luft, also Gase im Allgemeinen, Tau. Das ist der Widerstand dagegen. Also, je schneller ich das Zeug mache und linear steigt dementsprechend, umso höher wird dieses Fluid Widerstand bieten. Naja, jetzt kommen wir wieder zur Erfahrung. Nicht-Newtonsche Fluide sind alle andersfarbigen Linien. Ich habe das Diagramm schön aus Wikipedia abgezeichnet. Das ist einfach genial, das ist wunderschön. Ich habe deswegen auch die Farben dafür genommen. Es gab einen Briten oder Schotten, der hieß Bingham. Und ein Bingham-Fluid ist ein ganz seltsames. Aber das kennen wir auch. Wir haben uns bis jetzt vielleicht noch gar keinen Gedanken darüber gemacht. Und zwar, ein Bingham-Fluid ist, wenn ich keine Geschwindigkeit habe, einfach wie ein fester Stoff zu betrachten. Das heißt, es ist immer noch, ein Bingham-Fluid ist immer noch elastisch. Also wenn ich hier nichts mache, dann bleibt das so. Ein typisches Beispiel, wenn wir eine Ketchupflasche ausgießen, wenn wir die auf den Kopf stellen, es kommt nichts raus. Erst wenn wir einen richtigen kräftigen Impuls, einen Schlag mit der Hand hinten drauf geben, blub, wird das Biest flüssig. Oder Wandfarbe. Wandfarbe kennen wir auch. Wenn sie an der Rolle ist oder am Pinsel, tropft, wenn es zu viel ist, tropft es natürlich schon, aber tropft im Allgemeinen nicht herunter. Wenn ich aber die Wandfarbe an die Wand heranbringe und schere, also abreißen lasse von der Rolle, dann wird sie plötzlich flüssig und benetzt die Wand und bleibt an der Wand. Bei Blut ist es so ähnlich. Blut ist also ein nicht-Newtonsches Fluid. Aber jetzt, bevor ich zu dem richtigen spannenden Ding komme, nochmal schnell zu scherverdünnend. Das heißt, mit wachsender Geschwindigkeit wird das Zeug immer dünner sozusagen. Das heißt, es bietet immer weniger Widerstand. Das heißt, die Viskosität wird sinken, je schneller ich dieses Fluid mache. Man sagt auch Strukturviskos dazu. Das sind zum Beispiel Dispersionen. Eine Unterart von Dispersion ist eine Emulsion, Milch zum Beispiel. Aber jetzt kommen wir zum Spannenden, was allerdings viel seltener eintritt, aber echt spannend ist, und zwar scherverdickend. Man sagt auch dilatant, ist zum Beispiel eine Suspension, also Suspension heißt fest in flüssig, ich habe es extra nochmal hingeschrieben, zum Beispiel wenn ich Stärke in Wasser einrühre, und dazu zeige ich euch mal ganz kurz einen Ausschnitt und füge dann den Link hier dazu oben und zum Schluss nochmal an, damit ihr euch das anschauen könnt, es ist erstaunlich. Hier hat jemand Stärke eingerührt in Wasser und so lange eingerührt, bis sich ein homogenes, also gleichmäßig verteiltes Gemisch von Stärke in Wasser ergeben hat. Und jetzt guckt mal zu, was der macht. Der wird mit dem Hammer draufhauen. Na, mal sehen. Hauptsache, es läuft jetzt. Energie wird absorbiert. Er schlägt mit dem Hammer drauf und komischerweise passiert nichts. Jetzt lässt er den Hammer langsam, legt er den langsam drauf und komischerweise sinkt der Hammer ein. Ja, und wie das da weitergeht, auch dieses und, das erklärt der Mann auch,
Wird Wie es gesagt, ich aufgelistet? werde dann den Link anfügen. Das ist höchst spannend und unterhaltsam. Na, nu halt doch mal an. Na, wenn er nicht will. Ist jetzt auch egal. Und als Ausblick, wenn ich die Wie gesagt, zum Zuhörer Schluss nett kommen die Links. angekackt habe, Das, können hoffe Sie ich, hat versuchen, nochmal zum über eine Thema Sperrklasse Newton'sche über mich zu Fluide laufen. und Nicht-Newton'sche Und wenn Sie das Fluide nicht zum verpassen Verständnis wollen, vergesst beigetragen. nicht zu Viel abonnieren Spaß beim Ansehen des und hinterlassen anderen Sie einen Videos und vor allem beim Kommentar, falls Sie Verstehen. Fragen oder Und Anregungen das haben. ist mein ganzes Ziel. Ich finde Verstehen cool und meine 11.000 Schüler fanden Verstehen auch cool und die Studenten sowieso. Na denn, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss!